Der Big Mac ist der beliebteste Burger der Welt und genau den werden wir jetzt 1:1 nachbauen. Leute, wir haben alles besorgt, um einen Big Mac 1:1 nachbauen zu können. Und ich sage euch eins, nehmt euch einen Gurt, schnallt euch an, das wird das Video überhaupt, weil ich glaube, auf das hat man lange gewartet. Wir haben keinen Kosten-Mühen-Scheit. Wir haben hier einen Big Mac und den werde ich jetzt erstmal genau angucken. So, denn wir wollen ja einmal wissen, wie sieht der eigentlich aus, wenn man den so holt. Ja. Also Brötchen, Patty, wenn man es so nennen darf. Ah, dann kommt Soße gepaart mit 2 Gurkenscheiben, bisschen Zwiebelchen ist hier noch, ne? Und Eisbergsalat. Dann kommt Brötchen Mitte, gar nichts. Nächstes Patty. Unter dem Patty, auch interessant, nicht oben drauf, unter dem Patty kleben na, 1 oder 2 Scheiben, 1 Scheibe Käse. Und darunter wiederum haben wir nochmal Soße, Zwiebeln, Eisbergsalat und das Brötchen. Keine Gurken. Ich glaube, es gibt 2 Komponenten, die den Burger entscheidend machen. Einmal das Brötchen, was in der Mitte nochmal geteilt ist. Dafür, ja, das braucht man, damit es ein Big Mac wird. Hätten wir da. Auch hier keine Kosten und Mühen gescheut. Und das Thema Soße, dazu gleich mehr, wie wir uns das gedacht haben. Und jetzt ist es aber auch so, dass das Fleischpatty angepasst werden muss an das Brötchen. Und das mache ich wie folgt. Ich habe hier 2 Scheiben Backpapier. Und ich sehe schon etwas, was mir fehlt, nämlich das zum Ausschneiden. Aber ich mach mal. Ja, mach mal. Soll ich das holen? Liegt das bereit? Ja, ja. Super. Jetzt lege ich den Rindfleisch in der Mitte. Jetzt gehe ich hin und drücke das schön an. Mach es gleich richtig. Oh ja. So. Ich habe mal 2 Optionen mitgebracht. Die du bereitgelegt hast. Ich will nur mal was gucken. Aha. Passt nicht. Das ist perfekt. Boah, Junge, du gibst ja auch Mühe heute. Ich möchte das richtig gut machen. Ich möchte, dass man sagt, okay, der sieht wirklich das erste Mal auf YouTube einer, den man wirklich als den Originalen bezeichnen könnte. Richtig. Also als den fast Originalen. Wieder schön pressen. Fleisch ist soweit fertig, das auch vorgewürzt, nur mit Salz. Ne? Also einfach nur Salz, nichts anderes dran. Ihr wisst ja, der Burger steht und fällt mit der Soße. Es gibt sicherlich 100.000 Möglichkeiten, wo man irgendwie googeln kann und sieht, okay, macht die Soße so und so. Gibt es ja. Jetzt wisst ihr aber auch, wer uns lange folgt, dass wir selber Soßen entwickeln, dass wir selber eigene Soßen auf dem Markt haben. Und ich kann euch sagen, sie ist jetzt da und sie heißt so. Big Soße. Super stolz darauf, kann ich nur sagen. Hat Ewigkeiten gedauert, war echt ein Akt, aber sie schmeckt sowas von geil. Wer uns kennt, wer den Anspruch hat, ihr wisst auch zum Beispiel diese hier. Burger & Ribs. Ich habe da was vorbereitet. Da sind wirklich alle heiß drauf. Das ist unser absoluter Bestseller. Und die Burger Ribs, die Big und die Honey Mustard wird es jetzt bei Rewe geben. Und zwar überall. Das heißt, in ganz Deutschland könnt ihr zu Rewe gehen. Nee, ihr müsst nicht hingehen. Ihr müsst hinrennen. Und dort könnt ihr die kaufen. Und die Big gibt zum Zeitpunkt dieses Videos exklusiv bei Rewe für 8 Wochen. Danach natürlich auch überall online, gar keine Frage. Aber erstmal bei Rewe. Das heißt, es gibt eine geile Aktion, haben uns was so ausgedacht mit einem System und so weiter. Da ist ein Link unten drunter, der ist ganz wichtig. Aber jetzt geht's weiter mit dem Fleisch. Die Feuerplatte heizt. Yes. Geht ab. Ich habe mich nicht getraut, auf die ganz heiße Fläche zu legen, Hannes. Ich hätte es gemacht. Ja? Ich hätte es auf eine ganz heiße Fläche gelegt. Ja, wir gucken mal. Da bin ich jetzt einmal richtig gespannt. Ich auch. Das war Sicherheitsöl, sagst du? Das ist das Sicherheitsöl, ja. Das sogenannte Sicherheitsöl. Bisschen Fett ist auch nicht verkehrt. Das ist so wie Extramehl, braucht man auch immer noch ein Sicherheitsöl beim Grillen. Kennt jemand die Story vom Extramehl noch? Das ist im Prinzip ein Insider aus der Community von vor vielen Jahren. Da haben wir so mal richtig schön reingehauen. Wer Extramehl bei YouTube eingibt, findet ein lustiges Video dazu. Wer aus der Zeit noch kommt, kann ja gerne mal einen Daumen da lassen oder das kommentieren, weil ich vermute, also Extramehl hat bei uns einen richtigen Hype ausgelöst damals. Das war gut. Ja. Das Brot haben wir uns schon toasten lassen. Richtig, das ist vorgetoastet. Das, ja. Unten also drauf Soße. Ist übrigens auch neu, dass die Flaschen auch jetzt durchsichtig übrigens sind. Falls jemand völlig verwirrt gerade guckt und sagt, hä, was ist denn da los? Das sind auch neue Flaschen. Ja. Also, ey, guckt euch das mal bitte an. Wirklich, es ist so geil. Es ist auch so schön zu sehen einfach. Ne? So, Zwiebelchen. Jawohl. Jetzt Salat. Ich mir mal eine Scheibe Käse geben. Oder wollen wir doppelt? Also nur auf einen doppelt. Patty? Doppelt. Aber auf Käse, eins aber auf doppelt. Ja, ich bin mir auch unsicher, ob da 1 oder 2 drauf sind. 2. Sehen beide gut aus. Und wir sehen auch, dass die Größe jetzt ziemlich gut passt. Und hier kommt jetzt die Glocke drüber. Dann schmilzt der auch vernünftig weg. Du kannst auch auf das mittlere Brötchen, auf die Oberseite, Soße, Eisbergsalat, Zwiebelchen, so wie eben, plus noch Gürkchen machen. Also Soße. Soße.
Alter, ist das geil, ey, das ist so geil. Ich sage dir, wie es ist, ne? Die Burger Patties werden perfekt groß wirklich? Sein. Ja, ja, wirklich? Die werden perfekt von der Kurve. Oh, pass jetzt auf, Julian, Konzentration. Ja. Eisbergsalat, bitte. Mensch, ich bin aufgeregt. Ja, ich merke es. So? Ja, sieht gut aus. Gurken? Gurken, 2, 3 Scheiben. Original sind 2, wir machen 3, weil wir... Nee, wenn es ein Original ist, wir bleiben dabei. Das ich kenn, da gibt es Menschen, ja, die haben jetzt schon Monk und sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall. Okay. Alter, ist das geil. Ja. Der muss jetzt umgedreht, ne? Mit dem Käse muss umgedreht... Das ist dein eigener Job. Umgedreht auf das untere. Ja, ja. Umgedreht aufs untere. Das machst du bitte selber. Nicht, dass hinterher heißt, ich Idiot, hab's verkackt. So. Das heißt es so oder so. Das möchte ich mir nicht anmaßen lassen hier. Gott, wie machen die? Alter, jawohl. Guck mal, perfekte Riststoffe. Warte mal. Also unseres ist schon perfekter, weil es etwas größer ist und die gleiche Größe hat wie das Brötchen. Der ist hier. Ey, geil. Okay. Ja. Mittlere. Okay. Ey, ohne Scheiß, ich raste gleich komplett aus, ne? Ich habe nicht gedacht, dass es so gut wird. Das habe ich perfekt gemacht. Ist da Soße auch drauf gewesen? Ja, ne? Alter, sieht fantastisch aus. Ey, ich komme. Deckel, ich kollabier gleich. Deckel, das war's. Ey, Leute, wir haben hier gerade original den Big Mac nachgebaut. Guck dir das bitte an. Warte, ich drehe ihn nochmal so. Was zur Hölle? Die alte Flunder. Ha, man sieht einen dezenten Unterschied, würde ich sagen. Geil, Alter. Egal, ob du schmierige Finger hast, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr stolz. Es ist einfach nur geil. Es ist jetzt möglich, Freunde, mit dieser Soße den so zu bauen. Gebt dir eine Chance, probiert das, gebt uns ein Feedback. Wirklich, es ist... Wenn euch noch irgendwas fehlt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, das war geil, lasst es uns gerne wissen. Und wie gesagt, jetzt bei Rewe verfügbar, die nächsten 8 Wochen. Und rennt da gerne hin. Kauft die Soßen, probiert sie einfach aus, gebt ihnen eine Chance, weil ihr supportet uns natürlich massiv damit. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Checkt den Link nochmal in der Infobox und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Richtig? Ja, ich würde gerne reinbeißen. Mach's gut, ciao. So, let's go, ich habe Hunger. Ey, zieht euch das rein. Oh yeah. Der Endboss, ne? Ah ja, sieht ja geil aus. Ey, du bist doch Big Mac Liebhaber. Ey, das Thema ist komplett durch, wirklich. Es ist komplett durch. Dir fliegt gleich ein Ei aus der Hose, wenn du da reinbeißt. Ehrlich, das ist es. Alter. Das ist viel besser. Das ist unglaublich. Wirklich, das ist unglaublich. Bye.